Montag, 23. November 2015, in der Vorhaldenstrasse auf der Höhe von der Hausnummer 3, gerade wo die Strasse am Wettinger Tobel einmündet, ist ein Wasserrohrbruch entstanden. Der Hönker-Reporter, der aus Versehen eigentlich dort vorbeiläuft, kommt gerade mit, wie der erste Bach oben runterkommt, sich in die Winzerstrasse gebüßt und von dort die Winzerhalde durch ab, respektive bis auf die Europabrücke raus. Einiges an Grün ist dabei, man sieht es hier im Video. Kurze Zeit später ist ein Polizeistreifen vorbeigefahren, per Zufall, hat gerade gestaunt, die beiden Herren, und dann haben sie natürlich den Unfallschutz gesichert. Die Videos hier zeigen eine kurze Impression davon. Sieht man schön, wie die ganze Straße unterspült wird. Es gibt einen ziemlichen Schaden. Und wo kommt denn das Ganze her? Wo? Gehen wir dem nach und schauen mal. Da. Da wäre der Ursprung auf dieser Höhe. Irgendwo. Und die Polizei, die per Zufall vorbeigefahren ist, gerade wo der erste Gutsch haben ist auf die Winzerstrasse, die haben da parkiert und sind jetzt unten am Absperren. Und wir gehen jetzt auch wieder runter. Eindrücklich, eindrücklich. So, das war genug nass gewesen. Ich habe nasse Füße bis zu den Socken rauf. Und darum blenden wir hier jetzt aus und ich gehe zurück in die warme Redaktionsstube.